Was ist der Unterschied zwischen Const und Read-Only in C-Sharp? Ja, das ist eine ganz klassische C-Sharp-Job-Interview-Frage und viele Softwareentwickler, auch wenn sie schon mehrere Jahre Erfahrung haben, kennen den Unterschied nicht, vor allen Dingen mit Bezug auf Read-Only. Also um das mal zu erläutern und dem Ganzen auf den Grund zu gehen, habe ich jetzt hier ein kleines Programm erstellt und wir schauen uns zuerst die Consts, also die sogenannten Konstanten an. Public Const Double P, so habe ich jetzt einfach mal diese Konstante hier benannt, hat natürlich einen ganz fixen Wert von 3,14159. So, dieser Wert von Pi sollte sich niemals ändern. Dementsprechend verwenden wir natürlich hier das Keyword Const. So haben wir nicht die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu sagen, Pi gleich 3,15 zum Beispiel. Es funktioniert nicht, weil wenn wir hier drüber hovern, sehen wir schon, the left hand side of an assignment must be a variable property or indexer. Ist es aber nicht, wir haben hier eine Konstante und eine Konstante, wie der Name halt schon sagt, ist konstant und kann nicht verändert werden. Denn die Konstante wird zur Compilerzeit festgelegt. Das ist quasi der Moment, wenn wir hier eben auf Start drücken, ja, dann wird der Wert quasi festgelegt auf 3,14159 und die Main-Methode würde ja theoretisch dann danach aufgerufen werden. Da ist es dann einfach schon zu spät. Der Wert kann nicht mehr im Arbeitsspeicher verändert werden. Außerdem sind Constants eben implizit statisch, was bedeutet, dass wir quasi direkt über die Klasse auf die Konstante zugreifen können. Das ist auch etwas, das wissen relativ wenig Leute, würde ich jetzt mal so sagen. Class Test, wir erstellen hier eine neue Testklasse. Und wenn ich hier drin eine neue Methode anlege, Public Void, nennen wir einfach mal Hello, dann kann ich ganz einfach hier auf das Program zugreifen, ja, auf die Klasse Program und dann dadurch, dass wir eben diese Property P hier als eine Constant haben, kann ich einfach sagen Program. Und dann P und jetzt kann ich hier darauf zugreifen, ohne dass ich eben eine Referenz zu diesem Program erstellen musste, weil eben eine Constant implizit statisch ist. Das heißt, wir können auf P hier zugreifen, ohne dass wir eine Referenz, eine Objektreferenz erstellen müssen. Das hat aber mehr was mit Static zu tun als eben mit Const. Okay, also das ist auch nicht der wichtige Part. Der wichtige Part ist, dass Constants eben nicht verändert werden können, nachdem sie hier oben eben einen Wert zugewiesen bekommen haben. Eben nur zur Compilerzeit. So, das ist Const. Jetzt kommen wir aber zu Read-Only, dem viel spannenderen Part. Einmal kurz die Info. Schau doch mal auf meiner eigenen Website vorbei, ja, codingmitjannik.de. Den Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Da findest du professionelle C-Sharp-Kurse, zum Beispiel einen kostenlosen C-Sharp-Crash-Kurs, aber auch ein umfangreiches C-Sharp-Bootcamp und natürlich auch ein ASP.NET-Kurs, in dem du lernst, wie du umfangreiche Web-Anwendungen mit ASP.NET in C-Sharp programmierst. Also schau einfach mal auf die Seite drauf, der Link wie gesagt in der Beschreibung oder jetzt oben rechts in der Ecke. Bei Read-Only ist es so, dass auch Softwareentwickler mit mehreren Jahren Erfahrung in C-Sharp teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben, was Read-Only ist oder warum man das überhaupt verwenden würde. Aber gerade in Software, die ein bisschen größer gebaut ist, zum Beispiel in Webanwendungen mit ASP.NET, wird Read-Only wichtig. Warum? Dazu kommen wir jetzt also. Ich tausche einmal kurz diesen Code aus, ich entferne das und füge hier jetzt ein paar neue Zeilen Code ein. Also, jetzt haben wir hier wieder eine Klasse, die heißt Programm und dieses Mal haben wir ein Feld, das eben das Keyword Read-Only verwendet. Hier haben wir einen Constructor, das ist eben auch wichtig mit Bezug auf Read-Only und hier unten haben wir wieder die Static Void Main, wo wir quasi einfach ein Programm erstellen und dann einen Wert zuweisen über den Constructor. Ja, das könnte jetzt eben auch mit einer Klasse Car oder Animal oder sowas eben erklärt werden. Wir bleiben einfach hier bei Program. Das heißt, wir erstellen ein neues Programm und weisen den Wert 200 zu und geben uns das dann in die Konsole aus. Ob das jetzt so sinnvoll ist, dass wir hier in unserem Programm eine neue Klasse Program erstellen, darum geht es natürlich gar nicht. Es geht nur darum, dass wir uns eben eine Read-Only-Property oder ein Read-Only-Feld anschauen. Also Max Value 200, ja, das ist das, was wir jetzt hier oben sehen können und das ergibt natürlich auch Sinn, weil wir hier eben 200 übergeben in unser neues Objekt, was wir erstellen, also bei Program hier, Max Value. Ja. Der Unterschied zwischen dem Const und dem Read-Only ist erstmal, dass wir Read-Only-Felder, genau wie bei einer Const auch oder bei einer Konstanten, initial einen Wert bei der Deklaration zuweisen können. Das heißt, hier würden wir jetzt den Standardwert für Max Value auf 200 setzen. Ja, das wäre gar kein Problem.
Erstmal ist aber eben dieses Read-Only-Feld nicht statisch, das heißt, wir können da auch nicht einfach drauf zugreifen, ohne eine Referenz zu diesem Programm. Ja. Aber der noch viel wichtigere Punkt ist, dass wir den Wert verändern können, aber nur an bestimmten Stellen. Also, wir können MaxValue im Constructor und während der Deklaration verändern. Hier ist die Deklaration 200, 400, genau wie bei der Constant eben auch. Gar kein Problem. Im Program Constructor hier können wir den Wert auch setzen. Ja, wir können sagen MaxValue gleich 200 oder 800 oder was auch immer. Das ist schon der erste Unterschied. Das geht bei einem bei einer Constant eben nicht. Ja, hier können wir also während der Initialisierung im Constructor ein Read-Only-Feld verändern. Was aber nicht geht, das ist der entscheidende Punkt. Du kannst es nicht innerhalb von einer Methode beispielsweise verändern. Wenn ich jetzt also sage Program New Program 200 als initialen Wert, danach nehme ich wieder unsere Program Instanz und sage Max Value gleich 1000, dann funktioniert das nicht. Denn wir können bei einem Read-Only-Feld den Wert nur während der Deklaration oder innerhalb des Constructors verändern. Und wenn wir hier drüber hovern, können wir das auch sehen. A read-only field cannot be assigned to, wir können also keinen Wert hinzufügen oder zuweisen, except in a constructor or init-only-setter. Also, wir können es machen in einem constructor or hier oben eben in einem public-setter. Funktioniert so also ohne Probleme. Das ist der große Unterschied zwischen const und read-only. Eine constant kann nach der Deklaration nie verändert werden, weil es eben im Arbeitsspeicher komplett weggeblockt wird, kann man sich so vorstellen. Bei einem Read-Only-Feld geht es darum, dass wir Werte initial setzen können, danach dann aber nie wieder. Beispielsweise dein Programm startet, du willst eine Datenbank verwenden, eine ganz bestimmte, dann kannst du das quasi über ein Read-Only-Feld zuweisen, verwende diese Datenbank, aber während die Anwendung läuft, darf die Datenbank niemals wieder getauscht werden. Dann würdest du beispielsweise ein Read-Only-Feld setzen. Das ist der Unterschied. Ja? Constants können nie verändert werden. Read-Only-Fields können zum Beispiel verändert werden während der Deklaration ganz oben oder eben innerhalb des Constructors. Okay, cool. Also dementsprechend weißt du jetzt auch, was der Unterschied ist. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, dann vergiss auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren und auf die Bell zu drücken, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Außerdem habe ich auf meiner Seite natürlich viele verschiedene C-Sharp-Kurse. Da findest du auch einen kostenlosen C-Sharp-Crash-Kurs und Grundlagenkurs. Den kannst du natürlich sofort starten. Du findest aber natürlich auch ein ganz umfangreiches C-Sharp-Bootcamp und auch einen ASP-Kurs, falls du vollständige Webanwendung mit ASP.NET in C-Sharp entwickeln möchtest. Also, danke fürs Anschauen und ich freue mich drauf, dich im nächsten Video wiederzusehen.